Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. So, ich habe auf eure Kommentare mal gehört, was dem Port Prisma noch so fehlt. Erstmal haben wir hier den linken Pfosten, der hier noch fehlt. Und ich soll irgendwie noch einen Fleck auf dem Boden übersehen haben. Da, wo die Blumen nicht eingefärbt waren, soll noch ein Fleck auf dem Boden sein. Das heißt, warte mal. Aber hier ist noch einer. Oh, war es das schon vielleicht? Oh, den kommt man echt krass nicht... Also, wow. Okay. Ich hatte ja viel voraus aufgenommen. Aber eure Farbtipps gehen nicht ins Leere. Bei manchen Sachen schon, wenn ich sie dann halt noch zu irgendwie in der nächsten Folge dann schon gefunden habe oder so. Aber wie gesagt, sie gehen nicht ins Leere. Es ist super geil, wenn ihr mir Kommentare schreibt, was noch nicht eingefärbt ist. Und ich glaube, das war's schon. Oh, da oben, das blüht. Hey, Lerlo, dass man sich auch mal wieder sieht. Rotbert, wie geht's dir? Boah, meine Stimme. Ah, ich war so farblos, dass ich meinen Namen schon von Rotbert zu Weißbrot ändern wollte. Nur dank Mario bin ich wieder der Alte. Also, ich habe gehört, du hast einen Brief von Pirandolf bekommen. Etwas darüber, dass wir uns treffen, wenn irgendwelche Blüten blühen. Ja, genau, er hat einen Samenkorn mitgeschickt. Das habe ich gleich hier ausgesät. Sieh nur, es keimt schon. Ja, stimmt, es keimt. Es blüht noch nie. Ich kann es kaum erwarten, dass es Blüten trägt. Weißt du, von Pirandolf zu hören, erinnert mich wirklich an die guten alten Zeiten. Ist schon komisch. Ich erinnere mich an dieses eine Mal. Das ist schon lange her. Da kannte ich Pirandolf noch nicht besonders gut. Was? Es war ein Wettrennen angekündigt und ich wollte mich in Form bringen. Also habe ich trainiert und dabei Pirandolf getroffen. Mit seiner Art, Dinge durch die Blume zu sagen, brachte er mich dazu, härter als je zuvor zu trainieren. Wie eine Lokomotive auf Koffein. Dann kam das Wettrennen. Aber wie sich herausstellte, war mein Training vollkommen umsonst. Ich war die ganze Zeit auf dem letzten Platz. Doch dann, die letzten paar Meter, Pirandolf ist direkt vor mir und er stolpert. Das kam mir irgendwie seltsam vor, also habe ich ihn gefragt, ob er das mit Absicht gemacht hat. Aber Pirandolf hatte nur diesen Ausdruck in seinem Gesicht, der sagte, nö, ich bin nur eine Mimose. Und so sind wir dann Freunde geworden, aber wenn ich zurückdenke, ist er wahrscheinlich absichtlich als letzter ins Ziel gegangen. Und all die Dinge, die er beim Training gesagt hat, ich denke, er wollte mich nur ermutigen. Pirandolf ist ein Held! Ach ja, das ist irgendwie cool. Okay. Gut, ich guck mal jetzt auf der World Map, ob es das war mit dem Einfärben. Oder nicht. Weil wenn es das war, richtig cool, dass ihr mir dann den Pfosten links hätte ich nie gefunden. Oder gesehen und den Fleck auf dem Boden auch nicht. Das war wieder so... Hi! Und, haben wir die 100? Jawohl, Leute. Dankeschön. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Kommentare. Nein, da will ich nicht rein. Dann haben wir jetzt eigentlich in jedem Level, wo wir bisher drin waren, wo wir es konnten, 100% erreicht, oder? Hier geht's nicht. Hier ist ja nichts uneingefärbt. Ja. Im Karmesinturm fehlt noch was. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich muss noch den Bosskampf machen, ne? Vom Karmesinturm. Stimmt, ich war eigentlich im Turm unterwegs. Warum starte ich denn dann hier auf der World Map? Ich bin nämlich hier gestartet und nicht im Karmesinturm. Da fehlen übrigens nur noch 96%. Okay, gehen wir wieder in den Turm. Meinen Bosskampf hatte ich ja noch nicht gemacht. Ich war eigentlich im Turm unterwegs, stimmt. Ihr seid cool. Wo sind die letzten 4%, die mir fehlen? Das kann man sich jetzt mal... Diese Zäune, ne? Wenn die nicht eingefärbt sind, das ist so fies. Hier ist alles, ne? Ach, hier ist eine Macke im Boden. Das ist uncool. Ja, ein bisschen blau brauche ich. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass Runner-Pilze wohl die Farbe auffüllen. Sehr cool. Oh, nee. Eigentlich will ich nicht gegen dich kämpfen. Ich will aber die Karte haben. Dankeschön. So. Scheigeist. Auf die ich nicht springen will. So, und... Behaltet auch ihr im Auge, was ich übersehen könnte jetzt. Ich wollte gerade sagen, kam hier nicht Scheigeist raus? Ah, natürlich. Ich wollte die Münzen haben, ich war gierig. Oh. Ah, das ist ja wieder eklig jetzt. Was nehmen wir denn da? Ich habe zig Pilze. Der Hammerdude, der will ja, dass wir auf ihn springen. So, pass auf, machen wir einmal so. Und dann... Mit dem Hammer... Ja, machen wir es so.
Ach, die Musik. Okay, das Action-Kommando kann ich noch. Ich bin sehr stolz auf mich. Okay, perfekt. Nein, er hat noch irgendwie eine Furzfarbe irgendwo. Was zur Hölle? Okay, dann wird ja wohl ein uneingefärbter Hammer jetzt reichen, oder? Wir wollen ja nicht so viel Farbe verschwenden hier. Wieso ist der Hammer denn jetzt eigentlich bunt, wenn wir ihn uneingefärbt in den Kampf schicken? Ich weiß es nicht. Egal. Oh mein Gott, so viel Farbe. Ich will... So, genau. Da links kam Morten raus. Hier rechts geht's nicht weiter. Ich glaube, hier habe ich auch alles eingefärbt. Also... Ach, die nervige Treppe. Ich erinnere mich. Ah, das ist ja cool. Man kann die ein bisschen verunsichern. So, einfach nach, schnell vorbei und komm, die machen wir jetzt. Da habe ich mich versprungen, aber die machen wir jetzt einfach. Ei, da darf ich nicht drauf springen. Okay. Da darf man nicht drauf springen. Dann machen wir jetzt einen Hammer-Dude. Drück einmal sortieren, bitte. Das ist ja schrecklich. Nehmen wir einmal so einen Hammer und so einen Hammer, falls es nicht reicht. So. Oh shit, ich hab verkackt. Aber volle Pulle. Wieso überleben die jetzt eigentlich alles hier so? Mit so einem Furz an Farbe, das ist ja ekelhaft. Was machen wir denn da? Ich brauche noch einen Hammer, ne? Und bitte, bitte, das hatte ich nämlich letztens. Da hat eine junge Dame mich gespoilert. Lasst das. Ich weiß, ihr seid alle schon viel weiter als ich. Weil ihr spielt viel mehr. Weil ihr könnt jeden Tag... Im Grunde, wenn ich eine Folge raushaue, habt ihr gefühlt, die Folge, die ich gerade spiele, vielleicht schon 20 Folgen Vorsprung. So, wisst ihr? Also ihr seid... Ihr habt Vorsprung. Ich kann das nicht verhindern. Selbst wenn ich das im Voraus aufnehme, hättet ihr Vorsprung. Weil ihr, man spielt halt schneller, als ihr die Folgen seht. Ich will ja die Folgen auch nicht 5 Stunden lang machen und so. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr werdet immer einen Vorsprung haben. Und deswegen werdet ihr mich auch immer... Aua, shit, das war doof. Immer spoilern können. Und bitte lasst es sein. Ich mag das Spiel und möchte nicht gespoilert werden. Jeder, der spoilert, wird blockiert und kann nie wieder schreiben. Also, überlegt es euch. Also, muss nicht sein. Ah ne, Hammer ist jetzt aber doof. Machen wir es so, warte mal. So, machen wir es mal. Mit den Hüpfpuschen. Ich wollte gerade sagen, sag nicht, das reicht nicht, aber okay. Es hat gereicht. Ich immer nur eine Spitze hinbekommen. Ah, ich kann nicht blocken, ich habe gerade die Hand... Ach, Mann. Wie er sich wieder vollsaugt, ich hasse das. Haben wir einen Seriensprung? Irgendwo, da haben wir einen. Machen wir das so. Ich habe nicht mehr so viel Blau und Seriensprünge sind ja blau. Oh, das hat gereicht? Ist ja nice. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Boah. Warum verlieren die denn so viel Shit? Und dass dann so ein riesiger roter Klops hängt, ne? Ah, die Scheigeist hier sind nicht mehr da. Das ist sehr nett, dass die nicht mehr da sind. So, warte mal. Hier konnte ich ja noch mal einen dicken Hammer rausholen. Hier ist uns ja Morten erschienen, ne? Ei! Oh, die habe ich nicht gesehen. Ich habe sie gehört, aber dann war zu spät. Ach Mann! Muss das denn sein? Sortieren und ein Seriensprung wäre wieder ganz nice. Oh, ich habe nicht mehr so viel Blau. Ja, ich könnte einen One-Up-Pilz nehmen. Aber die will man... Man will ja auch irgendwo sparen, ne? Man will ja auch irgendwo mal sparen.
Nein, ich krieg den nicht ganz gefärbt. Uncool. Das ist nicht cool. Okay, der reicht aber. Seriensprung ist echt krass. Oh nein. Ich will die Farbe mitnehmen. Lass mich in Ruhe. Ach Mann! Egal, vielleicht können wir da ein bisschen unsere Farbe auffüllen. Oder ich lasse es einfach. Nein, Moment. So, wir nehmen erstmal einen Runner-Pilz. Das geht ja nicht an hier mit dem Blau. Dann brauche ich einen Sprung. Aber keinen Seriensprung. Das ist nämlich uncool. Was macht eigentlich ein Goomba? Springt auf einen Gegner. Nicht mehr und nicht weniger. Aha. Ey, wieso wird das jetzt rot hier? Ich habe zu lange gebraucht. Das ist ganz schön gemein. Habe ich nicht gesehen, dass sie angegriffen haben. So, mal gucken, ob das stimmt, dass die Farbe auffüllen. Tun sie. Danke für den Tipp. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Das ist ein sehr guter Tipp, der mir viele Probleme schon gelöst hätte. Hat der jetzt eine Schallgeil-Karte? Warum rennt der weg? Will er mich verarschen? Müsste reichen. Wahrscheinlich kriege ich gleich irgendwie so ein Ultra-Farbklick, der mir alles aufgefüllt hätte. Der geht schneller als der andere Kreis. Das ist ganz schön mies. Wisst ihr das? Ein kaputter Hammer. Wird ja wohl reichen. Ich meine, nicht fertig. Ja, der reicht nicht. Doch, okay. Ist der andere mit der Schallgeil-Karte abgehauen? So, wir kriegen wieder die Farbe voll hier. Sehr gut. So, hier habe ich nämlich gespeichert im letzten Part. So. Ach ja. Moment. Machen wir das mal eben. Und schneiden das mal aus da oben. Damit ich darüber kann. Hat Morten ja kaputt gemacht. Stimmt. So, einmal rüber. Sind wir vor der Tür. Sehr schön. So, hier muss ja irgendwo jetzt noch ein Farbplex sein. Morten, Malzstern gefunden. Ah, oh, sieh nur, der große rote Farbstern. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Wir müssen so schnell wie möglich nachsehen, was ihm fehlt. Böser Mario, Malzstern gefunden. Morten, Malzstern mehr gefunden. Mehr Morten. Mehr Mortonnen. Morten, Mario, platt machen. Oh Gott. Okay, Bosskampf. Morten stark. Gleich Mortonnen stark. Ein Stab. Er hat einen Hammer. Morten hochmachen. Was? Morten hoch. Mario gucken Morten sicher. Okay. Morten. Ich zieh meinen Helm an. Und benutze den Hammer. Guck mal, was passiert. So. Falls er uns anspringen will. Oh nein, der geht sofort weg. Das ist ja blöd. Ah nee, der kommt wieder. Ah. Jetzt ist er weg. Wieso macht er denn den Schallgeil? So zerknittert kann man sich doch nicht bewegen. Alter Vater, macht der Damage. Okay, was tue ich jetzt mit Morten? Ich muss ihn anspringen. Ah, das Podest. Ah, aber pass auf, ich heile mich erstmal. Und dann mache ich so. Nom nom nom. Hauen wir mal gegen das Podest. Haha. Hochmachen kaputt und machen Angst.
Okay. Jetzt ist er free. Okay, jetzt ist er free to go. Muss man einen Hammer benutzen, so einen dicken. Haben wir noch nie benutzt. Machen wir jetzt. Ich hoffe, springen tut mir nicht weh. Zack, zack, zack. Oh, okay, das hat nicht so viel gemacht. Aber ist ja auch ein Bosskampf, ne? So. Morden hochmachen! Oh. Lass das doch mal sein. So, ich kann ja mal sagen, was mir gespoilert wurde. Und zwar das, was ich jetzt tue. Stopp, zurück. Ich versuche es mal. Wenn der Spoiler jetzt auch noch falsch war, ja, dann Prost Mahlzeit, Leute. Dann Prost Mahlzeit. Dann ist auf euch gar kein Verlass mehr. Und selbst wenn ihr einem den Spielspaß ein bisschen versauen wollt, nicht mehr. Das ist ja... Kopie. Oh, wie geil ist das denn? Es ist super Feuerlöscher. Okay, die Scheigers sind sofort platt. Ah, das geht mit dem Hammer sofort. Dann stimmt das ja nicht mehr, was mir in die Kommentare geschrieben wurde. Mir wurde geschrieben, den Feuerlöscher brauchst du für den ersten Boss. Wo denn? Morden gefeuert! Oh, jetzt vielleicht. Ach, er brennt. Ja gut, jetzt brauche ich ihn für den ersten Boss. Ihr habt recht. Okay. Konnte ich ja nicht riechen. Na gut. Was mache ich denn jetzt mit dir? Machen wir es so. So. Machen wir mal nass, wa? Dauert jetzt mal wieder ewig mit dem Feuerlöscher. Kann man das wegdrücken? Oh. Super, ah. Hätte ich was drücken müssen? Wahrscheinlich steht das Super nur da damit. Oh. Oh. Feuer kaputt. Hammer weg. Nur Stock. Tschüss. Dann stimmt das doch mit dem Feuerlöscher. Trotzdem war es scheiße, dass es in den Kommentaren stand. Aber ich hätte es, glaube ich, auch benutzt. Morten. Morten verloren. Müssen Mario Malstern kriegen. Meister Morten befehlen. Malstern niemand geben. Morten versagen. Ganz traurig sein. Oh. Will ich nur ein Dings. Meister? Jemand hat Morten befohlen, den großen Farbstern zu holen? Wir sind also nicht die Einzigen, die hinter dem Farbstern her sind. Naja, wenigstens haben wir den großen roten Farbstern gefunden. Sieht so aus, als wäre er vor lauter Farblosigkeit ohnmächtig geworden. Los, Mario, spring ihn an, damit er aufwacht. Darf ich erstmal das Dings da mitnehmen? Da ist ein Farbplex drunter, oder? Ja, ein Toad. Glückskatzenkarte. Katzenstatue von der Spitze an tiefroten Turm ist Glückseligkeit verkündet. Da sind meine 4%, die fehlen. Hä? Die Glückskatze ist weg, aber dafür ist Mario da. Ah, jetzt verstehe ich. Die Glückskatze hat Mario geschickt, um Port Prisma zu retten. Ich wusste doch, dass ich die weite Reise von Port Prisma bisher auszahlen würde. Na gut. Na gut. Springen wir den Stern an. Und pupp. Ah. Großen Farbstern erhalten. Let's fly. Thank you.
Endlich, der große rote Farbstein ist wieder da, wo er hingehört. Und das alles haben wir nur dir zu verdanken, Mario. Ich weiß nicht, was wir ohne dich machen würden. Ich danke euch beiden. Ich kann sprechen. Warte mal, hat der Farbstein etwa gerade etwas gesagt? Das ist doch nie zuvor gekommen. Das kann nicht sein. Es ist eher so, als würden wir seine Stimme in unseren Köpfen hören, oder? Das stimmt, Fabian. Ich nutze die Kraft der Farbe, um direkt über meine Gedanken mit euch zu kommunizieren. Ich danke euch beiden, dass ihr mich gerettet habt, doch es liegt noch viel Arbeit vor euch. Wie ihr sehen könnt, werden die anderen Farbsterne noch immer vermisst. Wenn es euch von Nutzen ist, kann ich meine Erinnerung an das, was geschehen ist, mit euch teilen. Doch seid gewarnt, es sind keine angenehmen Erinnerungen und nun schließt bitte eure Augen. Das war ja furchtbar. Wie kann man nur so mit Farbe umgehen? Wenigstens wissen wir jetzt, was mit den anderen Farbsternen passiert ist. Dieses schreckliche Monster hat sie einfach in alle Richtungen davon geschleudert, ohne groß darüber nachzudenken. Ja, uns hat es in alle Winkel dieser Insel verschlagen. Wir können den Brunnen und unsere ganze Welt nicht mehr mit Farbe versorgen. Doch es gibt Hoffnung, Mario, Fabian. Findet die verbleibenden 5 großen Farbsterne und der Brunnen erstrahlt wieder in alter Farbpracht. Viel Glück, lasst euch von der Farbe leiten. Wird gemacht! Wir müssen den Prismabrunnen wiederherstellen. Jeder sollte die Farbvielfalt sehen, die er für unsere Stadt bedeutet. Leute, wir haben einen unserer großen Farbsterne zurück. Das verlangt nach einer Feier. Denkt ihr, was ich denke? Toadtanz! Max-KP erhöht. Das ist nice. Oh, der große rote Farbstein hat dir neue Kraft gegeben, Mario. Gut, was wir wirklich gebraucht hätten, wäre eine Karte, auf der zu sehen ist, wohin das genau das Monster unsere Farbsterne genau geworfen hat. Aber für den Anfang muss das reichen. Ich hoffe nur, dass wir stark genug sind, um dieses Monster zu besiegen. Freut euch an diesem Anblick. Bowser. Ich habe mir die Macht der schwarzen Farbe zunutze gemacht. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Schon bald werde ich die Macht der schwarzen Farbe mit aller Welt teilen. Oh. Oh nein, Peach! Mario, Prinzessin Peach wurde vom Bowser entführt. Wer hätte das jemand ahnen können? Ich weiß, dass ein solcher Vorfall höchst ungewöhnlich ist. Doch könntest du uns vielleicht helfen, sie zu befreien? Ja, das ist mein Hauptberuf. Warte, Mario, wir brauchen einen Plan. Wir wissen ja noch nicht mal, wo diese Luftgalerie hinfliegt. Außerdem, hast du dir diesen Bösewicht einmal angesehen? Er hat die Farbsterne ohne Probleme durch die Gegend geschleudert. Was ist das denn? Oh, what? Das ist eine Peach-Miniatur. Du weißt schon, eine Postkarte, die aussieht wie Prinzessin Peach und nur von ihrem Empfänger geöffnet werden kann. Sie muss diese Nachricht noch schnell abgeschickt haben, als Bowser sie entführt hat. Yo! Das ist ja mal was. Ein Hologramm in hochauflösender 2D-Grafik. Es ist so flach, dass man direkt meinen könnte, sie stünde vor einem. Mario, ich wurde vom Bowser entführt und er wirkt verändert. Abgesehen von der schwarzen Farbe natürlich. Er scheint mir nichts tun zu wollen, aber ich wüsste es wirklich zu schätzen, wenn du mich so schnell wie möglich retten könntest. Ich weiß noch nicht, wohin diese Luftgalerie fliegt, doch ich sende dir eine weitere Peach-Miniatur, sobald ich es herausfinde. Peach. Over and out. Nun, wenigstens wissen wir jetzt, dass es hier gut geht. Im Moment zumindest. Ich habe da eine Idee. Weißt du noch, wie der große Fallstern sagte, dass wir uns von Farbe leiten lassen sollen?
Also wenn wir alle großen Farbstände wieder zurückbringen, weisen sie uns bestimmt den Weg zur Prinzessin Peach. Ich weiß, es klingt verrückt, aber das ist der beste Hinweis, den wir haben. Komm schon, Mario, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Yeah. Speichervorgang, das klingt super. Und wisst ihr, was auch gut klingt? Hier den Part zu wenden. Kann ich jetzt hier immer Farbe auffüllen? Du kannst dich jederzeit auf unsere Unterstützung verlassen. Wenn dir jemals die Farbe ausgehen sollte, schlag einfach mit deinem Hammer auf den Rand farbgefüllter Brunnensegmente. Auch unsere Erinnerungen könnten dir von Nutzen sein. Sieh dir ruhig noch einmal an, wenn du magst. Nur hier versammelt und miteinander verbunden ergeben alle unsere Erinnerungen einen Sinn. Nein, ich möchte deine Erinnerung nicht sehen, danke. Also. Ach, cool. Ich kann jetzt immer rote Farbe bei denen holen. Okay, hier ist der Part dann erstmal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part zu Paper Mario Color Splash, wenn wir durch das andere Tor gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.